Bitte nicht, sagt er. Das ist der größte Unterschied zwischen Higher Elo und Low Elo, dass in Low Elo prügeln sich die Leute drum um den Leash. Die wollen unbedingt leashen. Ich hab das komplett gesehen. Jungler sind legit. Ich hatte einen Jungler, der bei dem Projekt, was ich gerade mache, der ist geragequittet, weil ich ihn nicht gepullt habe. Ja, ja, die sind komplett sauer. Dabei wissen die gar nicht, wie schlecht es für die ist. Und wie schlecht es auch für die Lanes ist. Das ist vor allem für Botlane. Die Botlaner, die haben gar kein Selbstbewusstsein in Low Elo. Die trauen sich überhaupt nicht zu pullen. Es ist echt so. Ist mir auch aufgefallen. Die sind auch so conditional. Ja, die sind einfach, die haben sich schon komplett untergeordnet. So. Ich glaube aber, die werden halt das auch nicht punishen, die Jungler, dass sie halt wissen, wo der Enemy Jungler startet. Vielleicht ist es gar kein Nachteil, sondern actually ein Vorteil in Low Elo, wenn die einfach schneller full clearen halt. Ja, aber für die Botlane ist es I know, I mean, ist auch Top-Lane. Deswegen verstehe ich es auch schon gar nicht, dass man da so wenig Ego hat. Ja, teilweise hast du Games, da spielst du irgendwie Zyra, Caitlyn oder sowas und dann will der, dass du unbedingt pullst und darfst halt nicht die Wave spielen. Das hat so komplett aus dem Zufall raus. Ja, aber Varus hat auch geflasht, no? Das ist actually insane. Das war Varus Flash, Lulu Heal. Lulu hat noch Flash. Ja, genau. Was war das? Rede ich nicht drüber. 17%! Rede ich nicht wieder drüber, was meine E da gerade war. Ich sehe, es wurde mir auch mit der Herz. Ja, aber nee, das war einfach nur komplett. Ich gebe dir gerade. Nee, du hast nicht gesehen, wo meine E hingeflogen ist. Wissen wir, wo Enemy Jungle startet hat, zufällig? Meine Mannschaft ist terrible, I know, aber meine E ist da gerade. Es war ein E-Solo-Kill, Engel. Schon so ein bisschen aggressiv. Ja, der Ivan. Der startet auf der Topside, Lauf. Smitet ein Camp, kann einmal ganken und dann muss er nach oben. Der Ivan hat ein Camp und ist jetzt Botlane. Ja, das ist doch genau, was ich gesagt habe. Okay, crazy. er hat auch geflasht Botlane gerade. Plus 5, aber wo sind die? Ich glaube, ich kann den Recall nehmen, oder? Wenn wir Top ganken? Ja, yeah, kein Flash mehr, ist gankable safe. Dann geht er zu Warden, maybe? Kurzes Timing Window, oder? Man hat 7 CS zu 20, also ist nicht komplett der Bruch-Top-Line, aber... Hier ist First auf MF vorgeschlagen, der gute Client. Oh, ich hätte... Er hat gerade gewartet. Ich will nur verstanden. Soll ich den Ivan angehen im Channel? Der hat kein Flash. Wolibear kann moven, er moved jetzt langsam. Ich hardpushe, ich kann nicht moven. Wolibear ist on its way. Ich glaube, wir chillen, oder? Wir gehen, ne? Nicht schnell genug. Ich kann dir einfach E geben und du gehst rein. Ich denke, das sollte dann hier immer gut sein. Varus ist flashless. Danke dir, Klebo. Ey, müsst aufpassen, Lulu kann auch mit dir sein gleich. In der Theorie. Das ist richtig gut für mich, ich krieg ein Bass. Das ist nice. Bei mir ist direkt vor meinem Fenster, ne? Nistet so eine Familie von Vögeln. Die bauen sich da gerade so ein Nest. Was für Vögel? Das sind Amseln, kann das sein? Das ist sweet. Ah, der Polymorph hat gut abgefuckt. Also du wohnst auch mega schön, oder? Also relativ, also vorstadtmäßig entspannt. Ja, mega geil. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man so ein Nest da lässt oder nicht. Das ist voll das Minigame. Ich glaube, viele darf man gar nicht kaputt machen, actually. Weil das hatten meine Eltern auch mal. Manche darfst du gar nicht wegmachen. Oder komm doch drauf an, wann. Zu Brutzeiten darf man die dann teilweise nicht wegmachen und so. Ja, die tun ja auch niemandem was. Das ist wie so ein Minigame. Ach, ich kann einfach beim Streamen halt gucken, wie die da in Ruhe ihr Nest bauen. Wir fighten das. Ja. Wenn ihr das Bat-Signal, Leute, kann ich auch noch runterkommen. Boah, Polymorph. Hast du. No! Die hat nicht zweimal Polymorph in dem Fight. Holy fuck, was ist der Cooldown? Support ist so broken. Echt so. Aber Lulu ist auch so stark aktuell. Hat Varus noch Sams? Der hat noch Flash. Der sollte noch Flash haben. Ja, der sollte jetzt wieder Flash haben, ne? Ja. Ghost hat er nicht. Lulu kein Flash. Was soll er? Sehr strong, Freddy. Hätte jetzt Heal auch noch? Ja, das kommt gerade alles wieder ab. Quest steht gut für euch. Ja, den Caster habe ich gesehen, ne? Ah! Wir kommen. Keep it crisp. Für der Support oder wer? Strong. Was? Nothing of value was lost. Ich bin nicht weit genug weggekommen. Mal warten, mal. Das Friesen? Ja.
Ups. It's my bad. Der Ivan wird respawnen und wahrscheinlich Topseite gehen, ne? Ja, aber wobei seine Botside-Games sind auch alle ab. Oh, ich komm nicht hin, ich komm nicht hin. Ja, ist gut. Du willst nicht irgendwas machen. Ich glaube, es ist auch nicht ja, gut. Das ist nicht gerade. Nothing of value was lost, du Stück. ich habe in 5 Sekunden wieder E-Spell. Ja, Flash Lulu hat geflasht. Lulu haben die verwendet. Genau, ja, ja, ja. Ich glaube, der Varus hat nicht einen Spell verwendet, ist einfach gestorben. Ja, ich glaube, dann war es ein Flash noch gar nicht ab. Der ist jetzt erst wieder ab. Ja. Einfach hier, Vorsicht, Treppe. Ja, mach mal eine YOLO-Play. Der hat dich vielleicht gespottet. Ja. Vielleicht, ne? Die werden auf dich rotieren, alle. Wen, helfen? Nee, nee. Ja, wir können ja, ihm helfen, indem ihr ihn loslasst. Das glaube ich nämlich auch. Dann Hawaii kommt jetzt nämlich auch. Entschuldigung. Wie hast du das überlebt? Jetzt sterb ich crazy, dafür noch. Das überlebt. Ja, das ist nicht crazy, dass du das überlebt hast. Ich muss für die Kacke jetzt sterben, weil ihr ihn feedet. Ah, nice. Also jetzt I can't believe it. Kann ich. Guck mal, ich hab einen Resub. Danke dir, Adekata und für die 5 Mal Leute Hero. Das sah so juicy aus, ich dachte, wir können das ganz schön. Dankeschön, let's go, ladies. Welcome back. 5-1 war das. Mama mia. Egal, es hätte Shutdown für uns. Ja, gut. Aber ich glaub, der Kern allen Übels wo ist der Move jetzt? Vorsicht. Jungle Grand Canyon. Ganz okay. Mich mal, du Stück. Einfach so viele Botlane-Gangs schon. Das stimmt, ja. Die hätte man auch niemals predikten können, die Botlane-Gangs. Vor allem, du hast so richtig drüber referiert, wie er jetzt gleich Botlane kommt, Level 1. Und ich so, hä, er ist hier. Flexio-Games sind erstaunlich schwer geworden, muss ich sagen. Aber waren sie früher auch schon, oder? Spiele. Früher haben wir auch auf Flex verloren. Wenn der Level 6 hittet. Ich glaube, das Schlimmste ist halt, wenn wir gegen so eine Booster-Lobby spielen, dann wird es richtig... Aurelion, nicht ja. Aurelion, der ist schon wieder Bot, der Baum. Ist er? Ja, ja, der war hier gerade. Was mach ich jetzt zu Drake einfach? Oder wollen wir Bot fighten vielleicht sogar? Lulu, keine Sams. Wann bist du Level 6, Kani? Dauert noch. Die Wave reicht nicht. Die wollen, glaube ich, den Dragon anspielen. Ja, wir können ihn contesten, auf jeden Fall. Ist das gleich legal? Varus ist 6, ich nicht. Ich ulte? Ja. Wer okay, hat geflasht? Varus oder wer? Ich hab's nicht gesehen. Nee, der hat geflasht. Ah, okay. Okay, ihr macht, ich bleibe einfach Bot. Ja. Beide Botlaner sind noch hier, Kann ich einen Turm nehmen? Ich brauch 50 Gold. Kann ja einen Drachen, könnte ich dir anbieten. Ja, das ist vielleicht kein globales Gold wert. Die moven jetzt zu euch, Hawaii kommt auf. Ich glaube, ich war einfach fuck das. Sterbe, aber vielleicht kommt ihr raus. Also, wie ist der Lichtstand 40? Die Ult! Boah, die Ult ist so geil. Bullet Time! Double Up Flash! Was ist denn das? Die ist so intenser, holy shit. Oh mein Gott. Weil das ist actually crispy. Nice, oh mein Gott. Die deinstallieren das Game, what the fuck? Das war fucking nice, well played, Leute. Do we want to be safe? Hast du Hilfe oben, Kolti? Nö, ich bin nicht dazu dabei. Wenn irgendwie Topseite wäre ab, aber. Ich glaube, ich spiele jetzt einfach ganz ruhig für Objectives hier. Ich hab 4 Platten und einen guten CS-Lead, aber ich kann ihn nicht killen. Okay, ich bin jetzt actually mega strong auch. Die Ult war gerade sick, ey. Die war so sick, ey. Ja, die ist gescheppert. Ivan ist Topseite, ne? Gerade, pass ein bisschen auf. Dann laufen wir drauf. Ich würde schon fürs Turret dann den nächsten anspielen. Ult in 40. Wenn du einen guten Engage findest, also ich habe Item Spike eher noch nicht. Weil wir brauchen die Ult nicht mal zwingen. Einfach wieder Bot, halt einfach wieder Bot. Okay, ja, I see. Ja, vielleicht oben Wullis Ult ziehen? Ja, er hat kein Flash. Wir können maybe diven, der Turm ist schnell tot. Komm auch. Okay. Soll ich nebenbei den Turm nehmen? 6 Monate. Aber ich könnte auch runterkommen. Hab ihr hardpushed? Ich nehme mal einen Turm. Ah, der will resetten, der hat seinen Item Spike. Ja, er gibt den Turm, ja. Ich lass noch ein paar Minuten sterben.
Ups. Ja, der hat hier Vision Hobby. Brauchst du Hilfe? Holt den 5. Ja. Ich hab jetzt Ult. Aber wir wissen halt immer noch nicht, wo der Baum ist. Doch, war Topside. Der war oben eben bei. Bei Kremo so angenehm. Ey, der gibt immer seine Lane auf, und einen zu helfen. Können wir den ran? Am Fliegen, ja, kann er mir holen, denke ich. Wo ist Mess? Wo ist Re? Können wir hochmoven können? Lass uns an Ivan gehen? Ja, lass es machen. Ja. Sorry, ich hab's gar nicht gesehen. Genau. Oh, der Crazy schon einfach raus. Ich glaube, wir können hier sogar den aggressiven Part gehen. Die Lulu ist hier noch irgendwo. Okay. Ah, die nächste Wave ist schon da. Du kannst eigentlich hier campen und dann entweder nachmoven oder voll in die Botlane rein. Wenn die stayen, wollen wir probieren zu diven oder einfach nicht. Wir können. Ich weiß nicht, was die an Sams haben, aber wir sind strong. Wir gehen zu 4 diven. Die sind weggerannt, ja. Oh? Oh mein Gott, das ist raus. Oh shit. Das ist auf jeden Fall ein Flop. Kein Ult, kein Flash, der Bodybär. Ja. Wobei ist das über euch, ne? Genau, oder was? Noch? In alle 1 HP. Ah, ich wenn meine Ult vorher nicht so verbrezelt hätte. Ah, ich hab meine Ult davon. Ich push die Wave, ne? Oh mein Gott, die sind alle so low. Oh Gott, ist das bitter. Hat den Montage gesehen. Da bin ich auch noch reingelaufen. God damn it! God damn it! Aber wir sterben alle gemeinsam. Wir sterben alle gemeinsam wenigstens. Ah! Aber Token ist. Den ist am Essen, ne? Ey, wir haben ein paar Platten top, paar Platten mit. Er zählt wieder sein Leben. Fühlt sich gut an. Das ist das Helfer-Syndrom. Als ADC ist es sehr cringe, das zu haben. Ich hab's auch herzlich. Wir sind alle nacheinander reingelaufen. Ich lasse die BF. Oh, du bist das. Oh, das ist gut TP, gut TP, gut TP. Oh, Kripo. Du bist noch mal aktiviert hinter dir. Da ist noch ein TP in Try-Off. Boah, schöner CC-Lock. Ich hab 10 Platten bekommen. Wenn ich jetzt nicht wollen wir nein mache, dann cringe. No! Ich hab auch ein 30 TP. Haben wir noch was? Einfach kommt auch noch runter. Einfach auch wieder runter. Verzieht mal Bob, bevor du stirbst. Bevor du stirbst, gib mir TP-Wards. Wäre geil für 30 Sekunden. Ich komm auch. Ja? Ja. 20. Oh, mein Damage. What the fuck? Wollen wir diven? Okay. Ich glaub, da musst du nicht zweimal fragen. 10 Sekunden TP? Okay. Break spawned? Ja. Mama. Tschüss. Ja, gut aus. Ich nehm noch eine. Die macht so Spaß, dieser Champ. Die vegane so Evelia? Das ist cool, ne? Die was? Vegane? Das ist die vegane Irelia. Weil sie Blutschau ist, weißt du, wir kennen Fleischack ist. Aber 160 CS, wird der Kappa Horse. Noch ein Harry da? Ich hab halt Kappas Platz mitgenommen, ob ihn das sauer macht, weiß ich nicht. Oder ob es ihn freut. Ich schaut zu viel Chubi, ey. Ich brauch noch 400 Gold. Maybe any Midlane Killers? Well, I might be that. Actually, no. Lass mal Harry. Den Harold können wir theoretisch auch gleich machen. Chovy ist auch dieses Jahr so unglaublich gut, es ist komplett crazy. Das macht richtig Spaß, dem zu schauen. Es ist wirklich Mr. Perfect gerade. Ja, das ist so insane, das Game. Ich meine, natürlich brauchst du auch ein Team, um sie zu produzieren, aber das ist schon sehr krass. Also teilweise braucht er... Also braucht er es nicht wirklich nicht. T1 hat 3-0 gewonnen, ne? Am Sonntag. Ja. Haben sie. Das heißt, sie müssen jetzt noch 1 gewinnen für MSI. Ich verarsche den Schwind Nimbus Cloak? Ja, wir müssen ein Best of 5 nochmal gewinnen gegen Hanwha. Am Samstag, 8 Uhr. Wird geil. Das letzte haben sie 3-0 verloren. Richtig. Mm-hmm. Jetzt Carplay auch mal richtig Spaß, ne? Bei denen sieht das auch irgendwie. Also, wenn ich das vergleiche mit so Fnatic gegen Vitality. Ja, ich glaube, sieht das irgendwie relativ clean aus. Scrim Culture und das scheiß Format hat endlich gewonnen im EU. Es gibt nur Chaos Games. Ey, nimmst du den Hammer mit? Oder? Ja, Der? Was wäre denn das beste Format für EU? Das Auto-Format, glaube ich.
mit Co-Streams. Aber das neue EU-Master-Format? Ja, neue EU-Master-Format. Das ist so cool. Das ist so erstes neue EU-Master-Format. Findest du es kacke wegen Best of One, Best of Three oder findest du es kacke, weil viermal Playoffs? Drei Scrim-Tagen auf eine Patch und du bist komplett mental runter, wenn du nur 2 steht. Kannst nicht improve. Kannst nur Band-Aid-Solutions und dann fragt man sich auch, wieso die Region scheiße ist. Ja. Also aus Zuschauerperspektive schon spannender, ne? Ja, aber wann... Das halt jedes Wochenende fühlt sich so wichtig an, finde ich. Ja, aber irgendwie auch nicht, finde ich. Also es fühlt sich wichtig an, aber dann hast du halt dreimal Playoffs. So. Genau, was bedeutet dann ein Titel mittlerweile noch? Bei mir kommen manchmal so Leute ran und fragen halt dann so, ist schon wieder Playoffs? Und die sind so komplett verwirrt, wie das jetzt schon wieder sein kann, weil es ja gefühlt jede Woche Playoffs ist. Das verstehe ich auch. Ja, ist schon jede Woche Playoffs, das stimmt, ja. Aber ja, nicht, natürlich ist alle 4 Wochen halt Playoffs, das ist schon viel. Und stell dir vor, du hast K-Corp, Mad Lions, Bottom 2 irgendwo, dann ist das 2/3 von deinem Viewership ist weg. Ja. Das ist actually ein sehr guter Punkt. So, wenn du alles im Co-Streams schaffen musst, dann sollst du einfach kein Teams früh eliminieren. Ja, dann wäre es ja Regular Season komplett useless. No? Ja. Ich weiß nicht, wenn du da gute Storylines so rund machst. Ja, die sind alle Top-Lane, glaube ich. Hm. Mitte für die Game? Ja, ja. Okay, die Autofahrer. Der hat 10 Kills? Oh. I haven't realized until this moment. Toll. Alter Schwede. Der Kegel. Was macht ihr mit denen? Ich bin so weit zurückgeflogen. Wollt ihr das fighten oder was? Boah, ich würde, also wenn du... Eigentlich können wir fighten, no? Weil Freddy geht. Rappo ist noch drin. Gott. Ich bin eigentlich um. Du bist bald ab. Oh, ich wollte dich healen. Ups. What the fuck ist der strong? Oh, der hat fast 3 Items. My bad. Schön Kills. Oh, ich hab keine Mana. Geh raus. Wie viel Damage mache ich Daisy, wenn ich sie smite? Nicht so viel mehr, ne? Haben sie das nicht genervt? Das wird irgendwann gechanged. Ja, haben sie. Weil sonst die Main noch immer wanted war. Das war das Schlimmste. Oh, wait, Inhib ist noch gefallen. Ja, wo sind die hin? Da schäle mich schnell. Wir werden wahrscheinlich Drake wollen, ne? Oh, ich hätte mal im Busch warten sollen. Hä? Diese Base-Botlane und die Wave, ohne die Wave zu pushen. Okay. Ich kann Blue schnell machen, dann kann Kripper sich den nehmen und dann spiel für Drake. They came for our magics. They'll pay with their lives. Aber ist gleich gut. Boah, ich würde euch stören, wenn ich nächstes Game einmal Skarner probiere. Das sind schon 16. Boah, aber dann Top Lane. Ich Skarner zu sehen mal. Also ich habe den in in ABSZ gespielt und es war absolut terrible, weil du einfach nichts machen kannst. Aber WMAX Toplane mit Komet? Nicht bad. Ja, Toplane soll sehr gut sein. Toplane ist actually fine, ja, aber Jungle ist beyond useless. Ist nicht so schlecht, oder? Ich bin natürlich kein guter Jungler, aber es war schon sehr bodenlos. Also hat es sehr bodenlos angefühlt. Wie viele Versuche hast du denn gebraucht? War das der gesamte Engel oder was? Nee, 4 oder 5, glaube ich. Hat schon echt eine Weile gedauert. Die E fühlt sich halt sehr useless am Jungle, ne? Du musst halt immer flanken. Du musst halt basic Tank. Einfach besseres Team flippen. Dann bist du halt Frontline so. Aber die E ist ultra langsam und auch diese Q-Animation, es ist irgendwie alles nicht geil. Die könnten naschen, Leute, die könnten naschen. Komm mal runter. Was ist mit Low? Ist das Back to Back oder? Ja, Back to Back. Jetzt gerade? Back to Back? Ja. Das ist aber das erste Game vom Back to Back. Oh, Top maybe? Ja. Wir haben mit Prime? Der hat Grevo, glaube ich, schon. Mein Gott, da siehst du die Froggenschuhe. Aber können, wir können dann instant nicht. Ich hätte ja nie was anderes gespielt. Transform jemand? Ja. Dominant nachgeflasht, genauso. Das ganze Team war zwar schon dahinter, aber dieses dominante Nachblenden. Ja, aber das nennt man High Tempo, ne? Ja, High Tempo. Können wir damit mit dem Match schon starten, Lü. Das ist richtig nice. Ivan ist Bots. Die wissen es gar nicht. Ivan hat richtig Bock auf dich halten, glaube ich. Nicht nur der Ivan. Dann bin ich noch frei, Kani.
Sagen, ich finde, als Skarner wirkt sehr langweilig als Champion. Das kommt noch. Einfach super clunky. Habt ihr ein Wort da oben? Ist da jeder Wort? Ja, I guess. Falls nicht mehr wurde, bitte auch. Ich hab kein Ult für 15. Wenn ihr oh shit, die sind schon hier. Ich dachte, ich kill den einfach. Ja. Not even close. Vielleicht kann der Top dir zwei nehmen. Oh mein Gott, die waren schon hier. Strong, ne? Der warum sind die ja, mit Lulu und Ivan dahinter ist halt auch wirklich. Ja. Ich kann Serpents gehen. Ja. Ich hab Serpents, ja. Also, dass ich ihn da nicht killen kann, das ist aber schon frech, ne? Mhm. Nice, aber der hat noch Ult. Ne, er braucht ein Gold gerade erst. Okay. Nice. Shit! Glaub ich, stay. Ich kann, also, ich könnte besser. Wir können auch also, Seelen 250 können wir auch einfach nehmen. Ja. Da wirklich nur Varus, der Rest von denen ist so weak. Mit Lulu wurde gebufft? Ja, ja, ziemlich strong sogar. Digga, ich bin einfach 30 Millisekunden polymorphed, obwohl ich damit den Rest spiele. Cooldown oder Damage und so. Oder Resent. Aber Schild auch. Oh, wieder gebufft. Dann wirkst du, als wäre okay. Polymorph irgendwie sehr gebufft, so oft wie jemand gepolymorphed wird. Auf diesem Badge ist Lulu gebufft, oder? Verrückt. Oder welchen? Nee, war das nicht schon auf dem letzten? Ich hab so gut wie keinen Support gespielt. Da unten ist der Volibear. Hör auf dem Voli durch. Ja. Come on, Bro, take the subs. Er hat mir vorhin 5 Subs angeboten, wenn ich inte. 5 Subs. Aber ich kann Twitch-Chat auch so zu 5 Subs manipulieren, ohne dass ich verlieren muss und euch inte. Aha, lol. Wie würdest du das machen? Indem ich Chat sage, ey, apropos, Twitch Prime ist jetzt bei Mehrkosten aufwerten quasi. Du müsst bei Abo aufwerten klicken und das ist versteckt worden von Amazon Prime. Wait, was? Das ist echt versteckt. Ja, der ist versteckt. Du musst auf Abo aufwerten klicken und dann ist es da. Nein! Ach, die haben es versteckt. Die haben es versteckt, Twitch. Hast du das wirklich gemacht? Ja, richtig. Das ist richtig schwer. Aber wenn ich jetzt gucke, dann ist Twitch Prime tatsächlich aufspürbar. Oh, guck mal, da kommt der. Nur in diesem Moment. Wow. Ah, ist richtig. Die Frechdachse. Ja, da kennen sie nix. Hey, danke dir für die 5 Subs. Ja, danke dir auch für die beiden Twitch Primes. Gehen wir rein? Varus? Der Insektler. Deutsche Insektler. Sehr schön. Ja, leider ein bisschen zu tief geinsekt, aber erst du, das war's denn. Ey, danke Lord Nontrox, Phantom, MBR, Rengar Ghost. Ah, da wird das Abo aber ordentlich aufgewertet bei mir im Chat. Vielen Dank, Tolki, für die Anleitung. Ey, kein Problem, ich bin ready. Ich bin Technik-Tolki. Ich dachte auch irgendwie einen Monat lang, ich hätte einfach keinen Prime mehr, weil irgendwie das Studentending abgelaufen ist oder so. Ja. Aber es hat einfach nur versteckt. Jo, gefunden, mein Milesfan. Ja, das ist gut. Ja, ich hab Polymorph aktiviert. Warum? Vorsicht, René, warum flippt das wieder? Immer gerne. Oh oh. Ich hab halbes Jahr Polymorph, ist das krass. Ihr müsst dringend rennen, Leute. Ich brauch Triple Tenacity. Oh, der wir brauchen also jetzt wäre Drake up. Kann ich den machen in seinem Leben? Ja, ja, ja. Wenn der dich contesten, kann ich 30 Backdown. Gleich Ult? Ey, nein, die Unkindled One, Stregesohn, Badewiede, Crash of Beat, Walter Sattler, Sturmquinty. Boah, danke auch an Tom Defcoal. Danke für das Spiel. Free aufgewertet, nice. Dankeschön, mein Dude. Willkommen. Und danke auch an Knall Heinz. Boah, das ist knapp. Vielen Dank, Leute. Welcome back. 8. Monat, 3. Monat, 5. Monat, 10. 4. 6. Strong. Guck mal, alle müssen nur mal erinnert werden, wie man es macht, was sie geändert haben. Ja, das habe ich schon von langer Hand geplant in das Geld. Da war es gerade noch eine Varus-Ult. Varus hat QSS, by the way. Aber hätte die TP? Ja, die eben schon gemerkt. Wir könnten ja fighten, okay. Ich habe auch TP. Ja. Wir sollten, glaube ich, einfach cheesy über Settlen spielen, oder? Fight man da jetzt einfach so? Wir können mal von oder wir flex jetzt in den Varus rein. Go mit, fight. Wir kommen mit Flanks, TPs. Portals. Na gut. Well, he just dies. Weil ihr habt den ja eh schon. Antiklimatisch.
Ja, gute Arbeit, Tony, ne? Oh. Was ist das? Ich bin auch da. We can fight now. Aber sehr fun zu fahren. Das ist sehr antiklimatisch, dass er da solo hab's in uns reinläuft. Zeit versucht ja, und ich dank dir endlich gerade gefunden. Noch so beim Backporten. Hab dich, Bro. Danke für die Info. Dachte, ich hätte keins mehr. Hab dich, Bro. Oh, GG's. Wir kommen die ganze Zeit so Donations rein, die so sagen, ey, ich wusste gar nicht mehr, wie das ist. Danke dir. Ja, hab euch. Hab euch. GG. Aber dem jetzt ein Challenger denied damit. GG Goofy. Warum Goofy? Ich mag Goofy.